Was geht schon hier? Welcome back, Boys, zum Lake Day, Digga. Also ich sag's euch ganz ehrlich, wisst ihr, ich bin immer real und ehrlich und so. Ich hab gar keinen Bock. Nicht mal so viel. Wir sind hier, ich wäre überall gerade lieber, gerne lieber, als jetzt gerade hier, an dem Punkt, wo ich bin. Kurz vor einem fucking Mindtraining. Also glaub mir, ich will hier nicht sein. Ich würde lieber Cardio machen, als jetzt diesen Lake Day. Und das heißt was. An alle, die meine Insta-Stories gucken, ihr wisst, wie ich Cardio hasse, Alter. Jeden Morgen, diese Scheiße fuckt mich ab. Aber ich habe mehr Bock darauf jetzt, als dieses fucking Training jetzt hier. Also wirklich. Alter, aber das sind genau die Tage, die Momente, wo man dann auch pushen muss und alles geben muss. Und sonst ist man eine Fotze und wir sind keine Fotzen hier. Also ballern wir. Falls ihr euch auch fragt, wieso wir direkt hier im Training reinstarten, weil Leg Day. Kein Pre-Workout und dann würde ein Pre-Workout-Talk keinen Sinn machen, weil ich nicht mal Pre-Workout nehme. Also, ja, das macht meine Motivation nicht besser. Noch dazu haben wir 19 Uhr jetzt hier und ich habe mir gerade, weil ich halt gar keine Energie habe, also bin ich richtig down auch gerade heute jetzt, vielleicht Leg Day hilft auch nicht gerade weiter, habe ich mir jetzt noch so ein Energy genommen, keine Ahnung was das ist, irgend so ein, kann ja nicht so ein Standard, irgend so ein komischen Ding, keine Ahnung. Der hat auf jeden Fall scheiße geschmeckt. Und hat 180 Milligramm Koffein. Also. Ja, und hat mich irgendwie 4 Euro gekostet. Naja, scheiß auch. Und hat wirklich beschissen geschmeckt. Irgendwie, viele haben gesagt, dass die gut schmecken, Digga. Ich will ja gar niemanden irgendwie Negativwerbung machen für gar keine Firma. Aber Digga, der war so beschissen, unglaublich, wirklich. Aber das heißt, wir haben jetzt ein bisschen Koffein in uns. Das ist für meinen Schlaf full beschissen. Aber naja, was soll's. Ich will möglichst gut durch das Training durchkommen, dass wir möglichst das Beste, meiste aus dem Training noch rausholen können. Beziehungsweise, was labere ich überhaupt? Was für noch rausholen können? Wir holen ja alles raus, was wir können. Motivation oder irgendwie Feeling ist was für Fotzen, Alter. Wer nur trainiert, wenn er Bock drauf hat, der wird beschissen aussehen. Weil jeder, der trainiert, auch wenn er keinen Bock drauf hat, wird die Person sowas von den Grund und Boden zerstören. Und genau wir sind die Person, die Scheiße trotzdem machen, auch wenn man keinen Bock drauf hat. Darum würde ich sagen, let's fucking curl. Digga, bitte zeig mir jetzt, dass meine Kopfhörer nicht auch nur leer sind, Alter, dass wir mich jetzt noch mehr ficken. Come on, bitte. Ja, Digga. Yeah!
Okay. Also ja, genau, die Übung hasse ich absolut, weil es fuckt mich ab, weil das, was ich, das Einzige, was hier halt hart ist, ist sich drauf, da kann ich gar nicht mehr reden, ist sich drauf zu konzentrieren, dass man wirklich nicht abfälscht, dass man die Bewegung richtig macht, dass man es langsam macht, dass man die Wiederholung macht, dass man alles, also richtig dieser Scheiß, den ich hasse, dazu noch Beine, also es ist wirklich so eine beschissen langweilige Übung. Und davon machen wir einen zweiten Satz, aber ich lache mal nicht mit dem Scheiß nicht, ich zeige euch den nicht. Für euch geht es jetzt gleich weiter, aber ich mache hier noch einen Satz, Alter. Ich habe keinen Bock. Das war mir mein Kopf und den Mike, Alter. Haben sich gleich verpisst, haben keinen Bock mehr auf mich. Kann ich verstehen, Alter, aber ihr habt es gesehen. Wir haben hier auch einen kleinen Switch gemacht. Die haben wir vorher einbeinig gemacht. Jetzt einfach, um ein bisschen Fatigue zu sparen, also ein bisschen Erschöpfung zu sparen. Beidbeinig, also gleichzeitig, nicht unilateral, sondern bilateral. Also rechts, links, gleichzeitig. Nach vorne gebeugt, dass wir hier mehr in der gekürzt, gestreckt, gestreckt, keine Ahnung, ich hab's vergessen. Ich weiß nie zweimal. Hier sind wir, glaube ich, in der gestreckten. Oder hier sind wir in der gekürzten und bei der anderen Übung in der gestreckten oder andersrum, egal, ich bin zu blöd dafür ab und zu. Genau arbeiten, weil das sich so ausgleicht. Und ja, davon machen wir noch einen Satz. Okay. Ja. Diesmal malen wir die Kopfhörer, Digga. Let's go. Ah, Digga, die Scheiße brennt wie Sau, meine Fresse. War aber auch wieder ein guter Satz. War gut, Alter, wirklich gut. Bin überrascht. Positiv. Okay, gut, fesselt durch, Alter. Durch mit Hamstrings, weiter geht's. Hex Squat, Digga. Boah, also ich habe eigentlich, wenn ich ehrlich langsam auf den Satz habe ich Bock. Ich liebe es, mich richtig abzuschießen. Und ja, ich weiß, ich habe erst vor ein paar Trainings gesagt, so, ey, Squats sind unumgehbar und undingbar und die brauchen wir für Muskelaufbau. Da stehe ich auch dazu. Nur habe ich jetzt einmal das Ganze ausgerechnet, gekalkuliert und so mit meinem intelligenten Gehirn ungefähr. Es lohnt sich einmal nicht. Die Chance, dass ich mich dazu komplett verletze und zwar wirklich stark verletze, ist zu hoch. Beim Hexquad ist die Chance da viel geringer. Daher nehmen wir es, ja, nehmen wir es in Kauf. Wir machen ein bisschen weniger Gains. Das ist schlechter für den Muskelaufbau, aber einfach dieses Risiko, welches ich habe, dass ich mich wirklich schwer verletze, was erstens auch bis zu meinem Tod Folgen haben kann. Vor allem, wenn man im Körperfett runtergeht, ist der Körper natürlich viel anfälliger, weil dieser Schutz vom Körperfett wegfällt. Und es wird natürlich egal, wenn es nur gering wäre, meine Show komplett ficken, also komplett auseinandernehmen. Daher
gehen wir das Risiko nicht ein. Trotzdem haben wir hier, keine Ahnung, man sieht, Full Plates drauf. Also ich habe keine Ahnung, wie viele das sind, aber halt so viele, wie auf die Maschine drauf gehen. Jetzt hoffen wir mal, dass wir nicht drauf gehen. Naja, ich ruhe mich noch ein bisschen aus. Ich habe hier, für alle, die Kenner, die haben das schon gecheckt, hier so ein neues Band, welches mein Puls und so misst. Und ich warte, bis ich da ein bisschen unten bin, damit ich wirklich komplett in den Satz alles geben kann und nicht noch limitiert bin durch davor, weil ich habe mir jetzt natürlich auch aufgewärmt. 0 Plates, 2 Plates, 4 Plates. Also langsam eben schön langsam aufwärmen. Sonst nicht verletzen. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, hier Knee Sleeves. Einmal nochmal so ein Verletzungsrisiko verringern Ding. Ihr merkt, es ist mir wichtig, dass ich mich nicht pick. Soll ich auch sein, weil ihr seid dann halt gefickt, wenn ihr euch fickt, ne? Okay, Alter, komm mal. In die Kommentare schreiben will, Alter, du bist zu laut, halt eure Fresse. Ja, man kann leise trainieren und ist halt eine absolute Fotze und kann nicht alles aus sich rausholen. Also bleibt man auch dünn. Ihr könnt dünn und leise bleiben und ihr werdet halt laut und fucking breit, Alter. Oh. Und das Witzige ist immer diese Kommentare, du bist zu laut, kommen immer von fucking 35 Kilo Dudes. Es ist unglaublich, Alter. Okay. Kurze Pause. Meine Herzgeschwindigkeit ist aber entspannt kurz auf 138 hoch. Hört sich gut an. Geil. Fuck. Ich bin ganz ehrlich, mein Plan ist nicht gestanden. Wenn sie hier noch einen dritten Satz hätten, hätte ich keinen gemacht. Weil wurde ich an der 2 schon so tot. Jetzt bin ich noch tot, noch mehr tot. Was ist das für eine Scheiße? Gib mir so ungefähr 50 Minuten Rest, dann stehe ich und dann kann ich wieder aufstehen. Aufstehen. Fuck. Okay, weiter geht's hier mit Extensions. Unser Puls ist schon wieder ein bisschen unten. Wir sind nur noch bei 110. Wir waren vorher bei 100 und über 140. Ich weiß nicht, ob das so gut ist.
Weiß denn, habe ich keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wie hoch mein Puls überhaupt sein sollte. Und ich habe wenigstens das Gefühl, er sollte nicht bei 140 sein. Aber vielleicht habe ich ja Unrecht. Wie gesagt, mein Gehirn, mein Körper, nichts an mir funktioniert mehr. Ich bin einfach komplett tot. Ich weiß nicht, wie ich den Rest vom Training überleben soll. Also, jetzt habe ich auch noch Gänsehaut. Ich weiß nicht, was los ist, Digga. Nach Heavy Squats, mein Körper war dann so, nee, Bro, jetzt vorbei. Jetzt vorbei mit deinem Leben, Digga. Jetzt geht gar nichts mehr. Jetzt ist gute Nacht. Ah, Alter. Was eine Scheiße. Aber wir müssen trotzdem das Training noch beenden. Wir haben noch ein bisschen was vor uns, Alter. Vier Übungen. Oh Mann. Scheiße, Alter, ich hab gar keinen Bock, ne? Null. Jetzt habe ich nicht mehr nur noch keinen Bock aufs Training, sondern ich habe keinen Bock und ich kann nicht mehr. Puh, das sind gute Voraussetzungen, was eine Scheiße. Ah, Digga. Okay. Genug Rumgeheule. Jetzt machen wir den Satz. Wir machen das Ganze so, weil wir hier so mehr in die Dehnung irgendwie reinkommen, dass wir dann den Quadrizeps-Teil hier oben auch gut richtig treffen. Ja, ich habe keine Energie, die Scheiße zu erklären, Alter. Ich baller jetzt einfach. Falsche Seite, Digga. Okay. Perfekt. Also ich frage, wieso wir mit der zweiten Seite, wir sind jetzt links, so früh schon aufgehört haben, obwohl da noch was gegangen wäre. Das liegt daran, dass ich eine Disbalance habe. Mein rechtes Bein ist kleiner als mein linkes. So rum, genau. Das Bein ist kleiner, das ist größer. Dann machen wir mit dem kleineren, schwächeren Bein so viele Reps, wie wir können. In dem Fall jetzt 9. Und dann, auch wenn wir mit dem Bein hier 12 oder 13 könnten, hören wir trotzdem bei 9 auf. Wenn wir diese Disbalance ausgleichen, wird das Bein weniger wächst, das Bein mehr wächst, dass sie wieder gleich groß sind. Ihr versteht, was ich meine. Und falls ihr euch fragt, wie ich das hier hingekriegt habe, wenn ich es aufgebaut habe, ist, also diese Disbalance aufgebaut habe, was Schlechtes ist, ist, ich habe immer nur bilaterale Sachen gemacht und dann ist halt mein linker Fuß, man sieht es alleine schon, wenn ich so mache, ich probiere jetzt nicht irgendwie mit einem mehr. Ihr seht, wie der Fuß hier über dem anderen ist, der dominiert und mehr vom Gewicht bewegt als der hier. So, wir haben die Disbalance aufgebaut, darum machen wir das Ganze auch einbeinig. Und zuerst die schwächere, dann die stärkere Seite. Das gilt auch für Arme, Rücken, Brust, egal für welche Muskelgruppe. Disbalancen könnt ihr so ausgleichen. Das ist auch meine Empfehlung an jeden, die probieren auszugleichen, weil es fickt euch auf der Bühne. Und in echt sieht es auch nicht geil aus, wenn eines Bein einfach breit ist als das andere, gleich mit Arm. Ugh.
Okay, fuck, Alter, durch. Fertig. Danke. Und schon kommen wir zum letzten Satz von den Abduktoren eigentlich. Ja, ich kann nicht so kompliziert, ich bin nicht aber dumm. Ja, auf jeden Fall ist jetzt der letzte Satz, den wir haben. Da sind wir mit dem Gewicht ein paar Kilo runter und gucken, dass wir mehr Reps rausholen. Mal schauen, wie das Ganze wird. Wir haben nämlich jetzt 12,5 Kilo weniger als davor drauf. Sollten 3-4 Reps mehr drin liegen, wenn alles so läuft wie geplant. Ja, scheiß mich gerade mies an, dass ich noch zwei weitere Übungen habe, nämlich Waden und dann, was ich euch noch gar nicht gesagt habe, wir trainieren Bauch. Was eine Scheiße, Alter. Real Talk, was eine Scheiße. Naja, egal, machen wir. Als letzte Übung haben wir nämlich nochmal 3 Sätze Bauch. Ich hab nicht mal Bock auf einen. Ich hab nicht mal mehr Bock hier drauf. Ich hatte nicht mal Bock, wo ich gestartet hab, Digga. Was ist denn das für eine Scheiße? Alter. Oh. Wisst ihr was? Gucken jetzt einfach schon mal in den Pump rein, weil der Pump wird eigentlich ab jetzt nur noch schlechter, weil was wir jetzt haben, sind noch Waden
Ich bin das eigentlich nur eine Quad-Pump und nach Bauch. Also der Pump geht eigentlich ab jetzt nur noch runter. Da gucken wir jetzt schon mal rein, dass wir den Moment, wo der Pump am besten ist, dass wir das nicht verpassen. Ihr versteht, was ich meine, Leute. Ich weiß es. Also gucken wir mal einfach nur Oberschenkel an. Alter. Ich spüre es einfach, wie diese Dinger aufgepumpt sind. Wir müssen ein bisschen zurück ins Licht. So, hier sind wir. Hab keine Ahnung, ob das auf Video so richtig rüberkommt. Aber die Dinger sind brutalst aufgepumpt. Ich kann die richtig anspannen, weil der Pump so brutal ist. Okay, gucken wir noch Hamstring rein. Nee, das irgendwie funktioniert jetzt mit Hamstring nicht. Aber egal, ihr seht hier schon, ohne dass ich das wirklich richtig mich überhaupt ausführe oder so. Ja, die Strations, sie kommen so ein bisschen kurz durch und dann verschwinden sie wieder. Naja, also der Pump. Unglaublich, Alter. Richtig geil. Richtig geil, Alter. Okay. Genug Beine angeguckt. Mich haben jetzt genug Leute komisch angeguckt hier schon, weil ich alleine aber meine Hose ein bisschen hochziehe. Digga, ja, im Gym hat's fucking Chicks, die tragen Hosen, die sind kürzer als meine Unterhose. Hat sogar irgendein Dude, aber darüber reden wir nicht, ich will nicht gecancelt werden. Auf jeden Fall. Boah, sieht auch gut aus, Digga. Scheiß mal auf Beinpump. Armpump einfach vom Anspannen, vom Halten, Digga. Besser als der Beinpump komplett zusammen. Ah, scheiß drauf, jetzt geht's weiter hier. Direkt an die Maschine da. Waden. Genauso mein Blick strahlt meine Vorfreude aus. Yeah. Ja, jetzt ist das fucking Lied vorbei, wollte mich alle verarschen. Ey. Fucking. Mann! Okay, fuck. Okay. Mir tut alles weh, Dicker. Jetzt nach Bauch. Fuck. Ihr wisst, was auch noch geil ist? Unabhängig davon, dass wir jetzt noch Bauchmuskeln machen müssen, worauf ich so 0,0. Ich habe sogar. Naja, wohl, ich habe eigentlich schon das ganze Training keinen Bock, also kommt es nicht drauf an. Aber Handy sitzt leer, das heißt keine Musik. Und ein bisschen beschissen, um das Training zu tracken, etc. Und ich habe noch nie Bauchmuskeln trainiert, also keine Ahnung, wie gut das jetzt kommt. Aber naja, auf jeden Fall weiß ich, mein Gym hat oben, hier oben über mir, ist noch eine Etage, so ganz klein. Und da haben wir so ein Bauchmuskel-Ding. Wir gucken das mal an, ob das gut ist. Wenn nicht, dann machen wir einfach ganz normale Basic Cable Crunches, denn die sind eigentlich, die sind gut, da kannst du nichts gegen sagen.
Außer dass Bauchmuskeln sind und Bauchmuskeln scheiße sind. Geil, meine Flasche ist zu fett, die passt nicht mehr in den Flaschenhalter. Hier passt sie aber hin. Let's go. Wir haben hier nämlich diese Maschine hier. Hinten hat es nochmal eine andere von Hammer Strength. Aber wir gucken jetzt auch mal die an, weil ich habe noch nie eine Bauchmuskelmaschine benutzt. Ich weiß nicht mal, wie das geht. Also, nehmt euch kein Beispiel an mir. Obwohl, ja, so kompliziert war das jetzt doch nicht. Das ist eigentlich einfach nur, die Bewegung nach unten ist auch genau das gleiche, was man machen würde, wenn man das Ganze am Kabel macht. Dann knien man sich aber hin und macht genau die gleiche Bewegung. Es ist aber nur nach unten gehen, weil das ist, was die Bauchmuskeln machen. Was wir nicht wollen, sind die seitlichen Bauchmuskeln zu trainieren, weil das macht unsere Taille breiter. Und wir wollen eine möglichst schmale Taille, vor allem auf der Bühne ist das sehr wichtig. Also wenn wir dann auf der Bühne stehen, dass das V-Taper krass ist. Also das Shoulder-to-Waist-Ratio, das wollen wir möglichst breit haben, das wollen wir möglichst schmal haben. Wenn wir also seitliche Bauchmuskeln trainieren, dann wird das größer. Diesen Fehler hat zum Beispiel Okan hat diesen Fehler gemacht, wo er mit mir privat drüber geredet hat. Also ich hoffe, ich liege hier nichts, was nicht öffentlich ist, aber ja, und das hat ihn halt dann den ersten Platz gekostet, Mans Physik, weil halt seine Taille dadurch breiter war, als sie sein hätte müssen, als er sein hätte sollen. Das ist halt, probieren wir auf jeden Fall zu vermeiden, weil kann ich drauf verzichten. Ich glaube, ich bin zu, das ist zu, so, vielleicht so einstellen, müssen die Maschine noch einstellen. Mal gucken, ob die gut ist. Vielleicht ist sie so besser, vielleicht ist sie aber noch schlechter. Nee, so ist sie eigentlich noch gut, Alter. Die gefällt mir, Nautilus ist allgemein eigentlich meine Lieblingsmaschinenmarke, wenn ich euch ganz ehrlich bin. Weil die immer so gute Maschinen haben. Die machen irgendwie neue Nautilus-Maschinen. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Aber irgendwie sieht man keine. Aber früher, Alter, die waren wirklich noch für Bodybuilder gemacht. So geil. Okay, das ist geil. Oh, die Maschine ist gut, Alter. Die Maschine ist sehr gut. Fuck. Ich kann zwar nicht mit vielen verschiedenen Sachen vergleichen, weil halt, wie gesagt, noch nie Bauchmuskeln trainiert, aber ich spüre die Scheiße gut. Also ich habe es mal im Home Gym gemacht, eben genau mit diesen Cable Crunches. Okay, das ist gut. Das ist gut von den Settings. Wir sind hier, damit ich mir das merken kann, auf Stufe 6, 6,5. Und wir machen jetzt mal knapp, 60 Kilo, 57. Mal schauen, wie das Ganze, ja, wie das Ganze ist. Bin gespannt. Tja. Das war so eine dumme Scheiße, Alter, was ich da gelabert habe. Ah, scheiße. Ich kann mich selber nicht mehr ernst nehmen, meine Fresse. Ah. Jetzt steht Satz 2 an, aber ich bin jetzt mit dem Bauch immer noch, Alter, Digga. Ist halt immer so, bei allen Muskelgruppen, die man nicht trainiert oder anfängt zu trainieren, das ist dann direkt sehr brennt und Muskelkater und so, also ich werde das jetzt länger merken, aber das Ding dabei ist, dass wenn das schon ein bisschen, wenn wir den Plan schon ein bisschen machen, als ich das so 2-3 Mal schon trainiert habe, dann geht das weg. Das ist normal, wenn ihr neue Muskelgruppen ansteuert, die ihr davor noch nicht trainiert habt. Zum Beispiel bei vielen ist es hintere Schulter, dass man einfach vergisst und den gar nicht trainiert und dann fängt man an, hintere Schulter zu trainieren und dann tut es einfach weh. Und das sind so Muskelkater und so Sachen, aber das ist aber nur, weil der Körper sich nicht gewohnt ist, dass diese Muskelgruppe trainiert wird und das bei mir beim Bauch so, aber scheiß auch, wir müssen durch. Da.
War auch gut. Noch schön die Pages rausgehauen. Um den Bauch noch mehr zu ficken, weil nach dem Training soll alles wehtun, Digga. Let's go. Nee, aber Bruder. Boah, war erstaunlich geil. Ich habe gedacht, Bauch wird jetzt voll beschissen. Aber war besser als gedacht. Obwohl, was wir war, ist besser als gedacht, weil wir haben noch einen Satz, Digga. Trotzdem habe ich keinen Bock. Das ist fertig, Alter, endlich. Finaler Pump, check. Wir gucken sogar noch. Alter, Bauchmuskeln fühlen sich krank aufgepumpt auf. Okay, fühlen sich krank aufgepumpt an, so. Okay, hätte man sich eigentlich schon denken können, nachdem ich Bauchmuskeln trainiert habe. Macht irgendwie Sinn. Aber zuerst gucken wir mal bei den Beinen rein. Weil die Dinger müssten nicht schlecht aussehen. Wisst ihr was? Wir machen einen Full-Form-Check heute. Ich habe richtig Bock. So einen richtigen, kompletten Formcheck zu machen, so wie wir auch auf der Bühne aussehen werden, so komplett mit Beinen und Oberkörper beides zusammen. Digga, ihr seht schon diese Beine, das ist geisteskrank. Es ist wirklich krass. Ich muss hier kurz mein Handy, da liegt mein Handy fast, ich glaube, ihr habt es nicht gesehen, oder ihr seht es nicht, weil ich muss abhinkern, sonst bin ich abgelenkt, weil ich brauche volle Konzentration auf den Formcheck. Ich mache die Dinger hier runter, einfach damit, ja, wir die kompletten Beine sehen. Jetzt hier schon mal. Alter, das ist krank. Grundstellung. Jetzt können wir auch noch den machen. Tja, der Hamstring. Also, geil. Aber jetzt. Full Form. Jackie, Digga. Die Hose will mich wieder anziehen. Hose, die ganzen Zuschauer, die wollen das ganze nackte Paket sehen. Also, warte, was? Das nehme ich zurück. Alle von euch, ich bin 16 Leute. Ihr kleinen Pedos. Aber egal. Die Bauchmuskeln, checken wir mal zuerst die Bauchmuskeln aus. Aber man sieht auf jeden Fall, dass in den Abs ein Pump ist. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, könnt ihr sagen. Ich finde Bauchmuskeln so, meh. Bauchmuskeln sind genauso die Dinger. Am Anfang will die jeder haben, aber wenn man ein bisschen trainiert hat und eine gute Physik aufgebaut hat, dann juckt es eigentlich keinen mehr. Juckt es eigentlich wirklich kein Schwein, so was für Bauchmuskeln man hat. Digga, mit dieser Hose, die sieht so beschissen aus. Wir machen die Hose runter. Ich hoffe, ich habe mich nicht irgendwie eingepisst oder so. Und wenn das man das nicht sieht, wäre noch praktisch. Naja, okay. So, hier, die Hose noch kurz aus meinem Arschloch rausziehen. Okay, jetzt Formcheck. Das Ganze hoch. Grundstellung. Hier können wir sagen, was wollt. Die Physik sieht sehr gut aus. Machen wir noch eine seitliche Grundstellung, weil wir wollen ja ein bisschen Bodybuilding-Posen durchgehen, damit wir dann sehen, wie das auf der Bühne aussehen wird.
Ja, keine Ahnung, also ich bin in Posen noch nicht ein Profi. Ich bin am Üben. Ich übe jeden Tag Posen, aber naja. Wird besser, wird auf jeden Fall besser mein Posen, an alle, die das schon davor mal gesehen haben. Das war schon viel schlimmer. Naja, wird auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, wir machen auch noch einen Doppelbizeps. Weil ich frage, wieso ich das mit der Hose so hoch tue, weil hier noch einiges am Fett ist und das beschissen aussieht. Wenn ich hier das mache, also ich bin hier ganz real, ich liege hier all meine Geheimnisse. Wenn ich das so mache, sieht es nicht gut aus, weil hier nur so viel Fett ist. Auf der Bühne wird das weg sein, also das ist eigentlich kein Problem dann. Aber jetzt probiere ich das so ein bisschen zu verstecken, indem ich die Hose hoch tue. So ein bisschen zu cheaten. Ihr wisst, was ich meine. Okay, wir machen noch eine Vakuumpose. Ja, okay, das war's mit dem Posen. Ich hoffe, euch hat der Formcheck gefallen. Und ihr könnt auch gerne mal eure Meinung zur... Ja, Zeitweise muss ich noch einiges üben. Aber ihr könnt auf jeden Fall mal gerne eure Meinung zu der aktuellen Form in die Kommentare schreiben. Ich finde allein schon so, sieht das sehr geil aus. Die Beine auch. Alter, ich glaube, von dem hier so mache ich Screenshot und poste das auf Insta. Das sage ich euch ganz ehrlich. Dann pose ich jetzt so cool für Insta, ihr wisst, wie ich meine. Ich pose noch ein bisschen anders, damit ich den mehrere, damit ich den Slide-Pose auf Insta nicht so gut machen kann. Ja, aber ungelogen. Physik finde ich, sieht heute richtig geil aus. Wir gucken mal, ob uns ein Uber angenommen hat. Nein, die haben mich alle abgelehnt, diese kleinen Wichser, Alter. Ach, das scheißt mich so an, ne? Gestern, für alle, die das gestrige Video komplett angeguckt haben, wollte ich einen Uber bestellen. Da ist gestanden 8 Minuten Anreisezeit. Darum bestelle ich Uber normalerweise ein bisschen früher. Digga, dann ist gestanden ja Uber in 2 Minuten da. Ich habe irgendwie 3 Euro extra zahlen dürfen, weil ich zu spät da war, weil das Uber 6 Minuten vor dem da war, als es angezeigt hat. Aber die Physik, ich bin wirklich gerade im Moment ziemlich positiv überrascht, erstaunt, was auch immer. Das ist sehr gut, Alter. Bin ich sehr glücklich darüber. Bin ich ganz ehrlich, aber ihr könnt auch gerne, also was ich euch noch reden wollte, ist diese Videos hier generell. Die sind ja nicht so, wie dieses ganze YouTube-Game eigentlich ist, so edited und alles, sondern einfach so, Digga, raw, ich, wie ich trainiere, wie ich irgendwelche Scheiße laber, wie ich irgendwelche, ja, auf Deutsch gesagt eigentlich, nur wie ich bin, Scheiße laber und trainiere. Das Einzige, was ich eigentlich in diesen YouTube-Videos kriege. Aber ich finde das eigentlich noch geiler, ich finde das viel geiler, so einen Content für euch zu machen, weil ich da einfach reden kann und nicht auf irgendwelche Kacke achten muss. Und dann nicht diese, ich bin mir ganz ehrlich, ich weiß dann, ihr guckt die Videos, weil ihr meine Fresse sehen wollt und nicht, weil es irgendwie geil geschnitten ist. Und das finde ich schon krass, dass ich Leute ohne irgendeinen Schnitt, ohne irgendetwas, dieses Video hier über irgendein fucking Johannes-Video oder so oder irgendein Leonidas-Video reinziehen, welches tausende Euros kostet, der Schnitt 1000 Euro kostet und dann noch für irgendwelche Events oder so dann nochmal Tausende bis für jedes Video sogar 10.000 Euro investiert werden dafür, dass dieses Video überhaupt zustande kommt. Und ich mache nur meine Cam hin und ich gucke trotzdem das an. Also das appreciate ich wirklich. Ist sehr korrekt, wollte ich mal an dieser Stelle sagen. Aber ich verbiss mich jetzt, ich bin raus und wahrscheinlich laufe ich nach Hause oder nehme den Bus, weil ich kein fucking U-Bahn in diese... Ah, scheiß auf, peace. Digga, das muss ich euch nochmal kurz zeigen, nochmal kurzer Cut rein. Ich habe gerade eine Nachricht von Uber gekriegt, 20 Euro für mein Nachhauseweg, 25 um genau zu sein. Mein Nachhauseweg ist fucking 3 Minuten. Das normale Uber kostet 3,50. Ich habe ein Angebot gekriegt für 25 Euro. Bruder, wer hat euch verarscht? Okay, jetzt habe ich einen angenommen. Let's go. Ich kann 10 Minuten noch warten. Aber für alle, die fragen, bin ich rich oder sowieso nämlich Uber? Uber kostet mich hier weniger als Bus. Es macht gar keinen Sinn. Es ist fern von gut und böse, aber Uber kostet mich hier weniger als Bus. Es macht keinen Sinn. Aber ja, an dieser Stelle wirklich Peace out.